Ladies and Germany, herzlichst willkommen heute zur Folge Nummer 4, Temptation Island. Letzte Woche war es ja wie folgt. Wir haben beim Lagerfeuer gestoppt, also die Jungs haben alle ihre Bilder bekommen. Mit guter Laune sind sie wieder abgedampft in die Villa. Ich raste aus. Die Mädels, ja, geht so. Geht so, da war es eher nicht so lustig. Und eine von den Girls kriegt jetzt hier nochmal die Extra-Klatsche. Wie heißt sie denn nochmal hier, die Alte von Abdu? Die kriegt jetzt nochmal gesondert Bilder. Das ist mir jetzt peinlich, dass mir der Name nicht einfällt. Schwierig, schwierig. Wer die ganze Folge nochmal nachsehen will, der tut das doch sehr, sehr gern auf RTL Plus. Hier zu abonnieren ist, ja, wie gesagt, halt nur für die Coolen. Da müsst ihr halt selbst wissen, ob ihr cool seid oder nicht, weil uncool kann man hier nicht abonnieren. Also sobald man abonniert hat, ist man automatisch cool. Also es gibt gar nichts Geileres. Und ich würde sagen, wir starten rein. Da bin ich ja mal. Okay. I'm ready. Die ist ready, ne? Aber wenn die was sagt, dann alles in der gleichen monotonen Tonlage, ne? Also ich weiß nicht, ob die, wenn die mal ausrastet, da irgendwie was dran ändert. Komm, weißt du, was ich meine? Okay, krass. Du brauchst nicht in die Augen zu rollen. Du brauchst gar nicht in die Augen zu rollen. Ja. Oh, Abdu ist schon on the way. Das war aber auch ein intensiver Blick von Abdu, ne? In Kims Augen. Fand ich jetzt so, als Freundin gewertet. Das ist brutal provokant. Abdu hat seine Freunde vergessen. Er ist so ein Typ, der das nicht aushält. Das haben wir zum Beispiel auch nicht gesehen, dass der die so krass am Arsch gegrapscht hat. Entschuldigung. Also schon, dass die sich da hingesetzt hatte mit Blanco Arsch auf seinen Beinen. Fand ich auch nicht so geil. Aber das ist mir neu. Ich glaub, du willst was mit ihm haben. Ja, wir verstehen uns auch echt voll gut. Ja, also cool. Wirklich, so voll die Connection. Ehrlich? Ja klar, sehe ich auch noch by the way geil aus. Er hat gesagt, ich darf mich bei ihm verewigen mit einem Tattoo. Und dann habe ich gemeint, ja, wo darf ich das hinmachen? Der ist hier auf den Knie. Und dann hat er gesagt, aber ich werde dich eh nicht vergessen. Was? Guck mal, die lächelt sogar ein bisschen. Also ich bin momentan nicht zufrieden mit der Reaktion von der Blonden. Also, dass ich den Namen nicht weiß, das geht so nicht. Ich muss das jetzt nachgucken. Jessie heißt die, ne? Ist mir gerade wie Schuppen von den Augen. Jetzt haben wir wenigstens den Namen. Viel Emotion hat die nicht, ne? Also die bleibt da ganz cool bislang. Hätte ich mir mehr erhofft. Nicht so echt, also nee, dich vergesse ich nicht. Nein. Okay, jetzt hat sie sich mal bewegt. Sie lebt noch. Also ich denke schon, dass einige Mädels Abdu vernaschen möchten, aber ich glaube nur, ich werde es tun. Also sorry, erst wollte sie Nico den Tattoo machen. Und jetzt willst du auf einmal Abdu. Also ein bisschen aufwendiger geht es nicht, dass du da wirklich nur für Sendezeit dir die Boys klar machst. Ich meine, es ist ihr Job, ja, aber... Es ist halt eine schlechte Charaktereigenschaft, finde ich einfach. Es ist einfach ein bisschen too much. Meine Meinung. Bin ich gespannt. Krass. Einfach nur krass. Ja. Einfach nur krass. Ich habe gar keine Worte. Einfach nur krass. Was sagst du? Ich habe von Abdu am wenigsten erwartet. Ja, am allerwenigsten. Also ich sag mal so, jeder reagiert krasser als sie und geschockter. Sie ist einfach nur so, okay, bin ich gespannt. Wusa, nee, was geht in ihr vor? Wie sie es doch so schön fragen würde. Also klar, es trifft einen, wenn man solche Bilder zu sehen bekommt und schwierig, schwierig. Ja, mehr bitte noch. Könnt ihr mal was rauskitzeln da? Ich hätte nicht damit gerechnet. Null, null, null. Der ist halt ein Mensch, wenn er Alkohol trinkt, verliert er seine Hemmungen. Und er sucht auch sehr, sehr, sehr viel Bestätigung. Gut, da kommt doch ein bisschen mehr. Da bin ich ja beruhigt. Hättest du gedacht, dass der da so schnell so viel Nähe zulässt? Dass es so schnell geht und dass da schon so viel Nähe ist, das schockiert mich, ja. Ja. Mich auch. Okay, sie ist auch schockiert. Okay, da kommt auch der Schock. Schock leicht raus, endlich. Also heavy, heavy, heavy. Ich hab das. Krass, ich habe alles unterschätzt. Ich bin sehr gespannt, wie alles weitergeht. Ich auch. Ich danke euch, ihr dürft jetzt zurück in die Villa. Dankeschön. Dankeschön. Schönen Abend, soweit es geht, ja. Ganz viel Kraft euch. Danke, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Lola, ich gebe mir jetzt die Kante und dann mache ich mir den Melon klar. Einfach nur heavy.
Ich finde stark, dass du so krass reagiert hast. Ja. Ich hätte so nicht reagiert. Wirklich nicht. Aber wie hätte sie reagiert? Abbruch direkt? Ja, an deiner Stelle, ne? Würde ich jetzt richtig durchdrehen. Aber richtig, richtig ja, durchdrehen. Ja, ja. Ich hasse ihn. Ach, der soll seine Fresse halten, seine eklige Fickfresse, ganz ehrlich. Gloria ist krass, ne? Dauer ohne Ende. Aber da gibt's auch Grenzen. Fuck, Alter, ey. Nico ist einfach ein Arschloch. Was geht in dir vor? Ich hab richtig viel Hass. Okay. Was? Dass sie sich... Die sagt mir immer, ich bin die Königin, ich bin so hoch, ich bin einfach geil. Du bist null. Sag dir das. Oh Mann, Nico, also bei ihm hat es jetzt auch gerattert und langsam macht's wohl alles Sinn. Und was er da gerade erzählt, das ist eine Schweinerei. Echt? Ich finde das einfach ein bisschen respektlos. Oder so. So zu sagen. Ja. Natürlich, das ist komplett respektlos. Das hat kein Mensch der Welt verdient. Der ist einfach null. Wer, unmenschlich, wer? Unfreundlich. Wer? Zu dir? Ja, zu mir. Ich habe diesen Mann geheiratet und er hatte nichts. Und das ist der Dank. Wow, was für ein toller Ehemann. Aber das finde ich halt auch falsch. Nur weil du viel für jemanden machst, heißt es ja nicht, dass er dich deswegen besser behandeln muss. Also wisst ihr, wie ich meine? Du wirst die ganze Scheiße hier nicht abbrechen, egal wie weitergeht. Ja, ich kann auf die Gage verzichten. Ich scheiß auf diese Scheißgage. Scheiß auf diese verfickte Scheißreichweite. Ich scheiß auf diese Reichweite. Okay, sie scheißt auf die Reichweite. Gut, dann könnt ihr jetzt alle mal entfolgen, der Gloria, weil euch braucht sie nicht. Was ich hier noch nicht verstehe, warum sagt Jessie immer, auf keinen Fall abbrechen, auf keinen Fall abbrechen. Ich finde, die Notbremse zu ziehen ist was, das man schon im Hinterkopf haben sollte, wenn es halt auf hart kommt. Oder? Ich wäre die Erste, die direkt sagt Tschüss. Ich bin richtig sauer auf ihn. Richtig sauer. Ich würde ihm am liebsten jetzt in die Eier treten. Oh Mann, ey, komm. Ich muss jetzt einmal, weil es mir einfach so leid tut. Bitte rede doch nicht so über den. Arme Sau. Wir sind alle unsere Freunde. Uns kann ja keiner mehr ernst nehmen als Paar. Wer soll uns denn noch ernst nehmen? Am Ende hatten meine Freunde damals recht. Heirate ihn nicht. Er macht das alles nur, dass er hier in Deutschland durchstarten kann. Lässt er dich fallen. Ey, das nervt mich auch, wenn Leute das sagen, weil ich mir immer denke, oder keine Ahnung. So, ich hab's ja gewusst. Im Endeffekt so, würde man doch auch nicht zu deutschen Pärchen sagen, also wenn jetzt zwei Deutsche heiraten und das funktioniert nicht, die Ehe, ich hab's gewusst, ihr habt eh nur geheiratet wegen Steuervorteilen. Ich wusste es. Also es ist so, im Endeffekt kann jede Ehe ja auch irgendwie zerstören. Und es heißt ja nicht, dass es von Anfang an schon vorbestimmt war, wisst ihr, wie ich meine? Da sollte man schon ab und zu auch mal ein bisschen die Schnauze halten. Falsche linke Ratte. Oh, Gloria, das ist so fies. Ich mag das nicht. Hätte er nur am Pool getwirkt, okay. Hätte er nur nackt im Meer mit irgend so einer dahergelaufenen neben angeschwommen, die an ihm dran war. Nicht geil, noch akzeptabel. Wäre er nur eingecremt worden und auf den Arsch geklatscht, okay. Wären nur die Bitches bei ihm getwirkt, okay. Also jetzt, wo sie es so nochmal aufzählt, die Liste ist echt lang, ne? Jede einzelne Aktion wäre okay gewesen. Aber alles zusammen, mittelschwerer Applaus. Mittelschwerer Applaus? Nicht mal ein schwerer? Aber im Grunde hat sie recht, ne? Also ich verstehe, was sie sagt. Es war wirklich eine Nummer zu viel. Es geht ja nicht nur darum, dass er nur nackt war oder nur sich anfassen lässt, wenn er nackt ist oder, sondern das große Ganze, das war schon eine Klatsche. Leute, ich weiß nicht, wie ich meine Situation einschätzen soll. Also ich würde es sehr gefährlich einschätzen, sag ich dir ehrlich. Ich auch. Wegen Kim Virginia einfach nur. Nicht wegen Abdu. Naja, der hat schon Bock, Leute, sind wir mal ehrlich. Also die Bilder heute beim Lagerfeuer, die waren ein bisschen eindeutiger, oder? Die Frauen, die fahren ja auf Abdu sehr ab, wie ich jetzt rausfiltern konnte. Ja, Abdu, er hat's auch unterschätzt, würde ich mal sagen. Ach, ich glaube, dem geht's ganz gut. Also der heult zwar immer abends, ne, weil er dann wieder Dinge bereut, aber am nächsten Tag ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen, alles vergessen. Deswegen macht er da keine Sorgen. Wie sicher man sich ist, hier reinzugehen und alles wird cool. Und dann kommt es irgendwie doch ganz anders. Ja. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man sich da sicher ist, irgendwie reinzugehen. Weil man hat es doch geguckt und immer schaffen die es irgendwie, die Pärchen, naja, wie soll ich sagen, zu beeinflussen, klar, und auf jeden Fall zu verunsichern, so. Klar wollen die da rauskitzeln, dass es dir schlecht geht und dass du die Beziehung anzweifelst, das ist der Sinn von Temptation Island. Hey! Ja. Die
Boys sind auch zurück, ein bisschen niedergeschlagen, obwohl sie tolle Bilder bekommen haben. Aber ist doch egal. Ist doch egal. Na du? Die Mädels haben uns auf jeden Fall ziemlich herzlich empfangen. Das war echt cool. Haben uns tat auch wirklich gut nach so einem Abend. Bro, du bist weit weg so. Aber Ladies, ihr seht auf jeden Fall alle ziemlich heiß aus. Dankeschön. Danke, 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 danke. Das ist cool, wenn man so ein bisschen depris zurückkommt, so 12 geile Chicks da sind und sagen, hey, was geht? Wie war euer Abend? Das ist total süß von Credo, oder? Dass er das wertschätzt und das auch wirklich in Worte fasst, um es den Mädels zu sagen. Finde ich toll. Finde ich richtig toll. Klar, fühlen die wahrscheinlich alle so, die Boys, ne? Aber er sagt's. Und das ist schon eine süße Sache. Fang mal einer an. Für mich war es nicht schlimm. Irgendwie kam schnell raus, dass die wohl Escort macht. Und da redet man halt über das Thema. Und dann switcht man das so rüber, so auf andere Themen, so Sexleben mit deinem Freund, so wenn man das so verbindet. Ach, das packt er jetzt aus da? Okay. Bin mal gespannt, wie die Mädels reagieren. Ich finde es auch geil, wie er es erzählt hat. Ne? Er hat so komplett erstmal so eine Rechtfertigung gefunden, warum es überhaupt zu diesem Thema kam. Yeah. Im Endeffekt bedeutet es aber auch, er will jetzt direkt irgendwie schon klar machen, dass sie nicht total scheiße über seine Freundin denken. Ne? So von wegen, ja, ist schon okay. Also die Situation ist einfach aufgekommen. Cooler Typ. Da hat sie gesagt, da wollte sie gerne, dass halt so, ja, wie zum Beispiel Dinge, dass sie mich gerne mal in den Arsch schicken will. Sieh dich? Ja, das sind halt so Dinge, aber das war... Sieh dich oder so, du sie? Nein, sieh mich. Wie? So, weil, ey, wir sind halt crazy, ja, weißt du? Digga, ja. Ich liebe das. Ich liebe das. Eigentlich ist es okay, aber eigentlich ist es auch mega entspannt, dass dich mega viel entspannt, passiert. Aber es ist halt krass, dass es am Anfang über solche Themen geht. Ja, mir ist für mich wichtig, dass es nicht komplett über zwei Wochen thematisiert wird. Ja, weißt du, ja, was ich meine? Finde ich gut. Da sag ich wirklich, grüne Fahne weht im Wind. Meine Stimmung nach dem Lagerfeuer ist halt nicht schlecht, würde ich sagen. Nico und Abdu taten mir schon ein bisschen mehr leid. Warte mal, warum Abdu? Warum Abdu? Die hat doch nur gesagt, die Jessie, dass dieser Malone ihm irgendwie gefährlich wird. Nicht mal das. Dass das ein bisschen triggert, weil die einfach 1:1 denselben Style haben. Dieselbe Optik. That's it, period. So. Mehr Zufall geht eigentlich nicht. Sie hat gesagt, ich habe für dich viel getan, weil sie nach Serbien gefahren ist. Und sie hat mich überrascht. Sie hat mir viel geholfen in Deutschland. Ich meine, mit Bewerbungen zu schreiben oder so, weil ich nicht Warum Deutsch... Warum sagt sie sowas, Mann? Nee, alles gut, alles gut, alles okay. Aber was mir ein bisschen getroffen hat, ist, dass das, was sie gesagt hat, ich bin höher Level als der. Oh, finde ich auch toll von Nico, dass er jetzt sagt, also im Endeffekt ist schon okay, dass sie darüber redet, nur sich so über mich zu stellen, das verletzt mich. Das ist doch toll, also da ist Grips im Gehirn, sehe ich. Ja, sie hat richtig so gemacht. Er ist hier, steht da, er ist hier und ich bin hier. Das war aber auch ein bisschen Musik macht den Ton. Sie meinte, sie fühlt sich manchmal so und sie möchte sich eigentlich gar nicht so fühlen. Es ist uncool, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen jetzt kleines Ego-Problem für jeden einzelnen Mann da. Einfach weil einem anderen Mann gesagt wurde, dass die Frau über ihm steht und er hier. Das würde mich auch aufregen als Mann. Sie sagt, ich bin eine Bossfrau. Ich bin eine Bosslady. Da hat du wohl was vertauscht. Dass sie über dir steht. Sie sagt immer so. Das geht immer sie so. Sagt, sie sagt, er ist unter ihr. Er ist richtig naiv. Das fuckt sie ab. Mann, so hat sie das nicht gesagt. Sie meinte, manchmal ist er ein bisschen naiv. Dann hat die andere gefragt, in was denn? Ja, in allem. Sorry, wenn es einfach die Wahrheit ist und man nicht drüber reden darf. Guck mal, also, nee. Die machen gerade wirklich Nikos Problem zu ihrem eigenen. Es ist nicht cool von Gloria, es ist wirklich nicht cool. Aber sie übertreiben da auch gerade ein bisschen in meinen Augen. Wie die das jetzt wiedergeben, ist einfach falsch. Nico, darf ich dich kurz drücken, bitte? Ja klar, natürlich. Ehrlich, ey, das tut mir so leid, wirklich. Boah, mein Herz, ne? Ich denke mal, das ist seine Traumfrau. Und wenn seine Traumfrau sowas sagt, dann wird das Herz rausgerissen. Als ob die denkt, das ist seine Traumfrau, wenn die da sieht, wie der sich da benimmt. Nee, das nervt mich auch, weil die wissen doch genau, ihr Job ist nur da irgendwie auch ein bisschen so zu tun, als wären die alle cool und funky. Aber die werden sich auch ihren Teil denken. Die werden sich auch denken, möchte ich mit diesem Mann zusammen sein? Ich glaube nicht. Also nur aufgrund des Verhaltens, wisst ihr, ne? Die sehen ja noch mehr als wir, wie weit die manchmal gehen. Das ist fresh bei Gott, aber absolut gar nichts. Auf Nico, dass er so ruhig bleibt! Jetzt ist auch erstmal genug Trübsal geblasen. Jetzt ist Party angesagt. Die Hose ist geil. Du hast Geschmack. Credo wieder charmant unterwegs. Ich glaube, Credo ist ein Mensch, der sehr gut überspielt. Er kann gut überspielen. Kann sehr gut überspielen. Ich habe gemerkt, der ist rot angelaufen. Naja, vielleicht war es ihm einfach ein bisschen peinlich, weil es ist jetzt auch nicht die coolste Aktion von seiner Freundin gewesen. Ich finde es, wie gesagt, noch okay, aber wenn du ein bisschen Stock im Arsch hast,
kann sich da schon ein bisschen schämen auch. Der sah so ein bisschen sauer aus, also, aber der hat sich ein bisschen runtergespielt auf jeden Fall. Was ist das? Sind die Schottgläser alle oder was? Ja, mein Gott, dann spült sie, aber das muss nie sein. Boah, was sollte eigentlich schon ein bisschen privater bleiben, weil das ist schon für manche. Also für mich, also ich habe mit meiner Freundin gesprochen, wir reden nicht über unser Sexleben. Das bleibt so unser Ding, das ist eine intime Sache. Wie die das angehen, ist denen ihre Sache. Okay, jetzt tut er so, ne? Aber hat er nicht auch mit Kim Virginia über sein Sexleben geredet? Der hat ihr zumindest gesagt, wann er entjungfert wurde, dass es mit Jessie war, dass sie die einzige Frau war, mit der er je gebumst hat. Sorry, aber ich rieche hier leichte Doppelmoral. Komm mal mit. Oh, oh. Mädels sind jetzt auch zu Hause. Ich hoffe, da geht auch ein bisschen was. Kann ich hinsetzen, bitte? Ich hab Angst. Meine Güte, was ist hier los? Was ist hier los? Gehen jetzt die Lampen an und die Boys wurden ausgetauscht mit wirklichen Granaten? Nein, die sind doch alle ganz heiß. Ich nehme alles zurück. Das lassen wir jetzt so stehen. Geil, Alter, die haben richtig eine Choreo mit Rosen im Maul. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Müsst ihr euch vorstellen, haben die echt geübt und so, ne? Toll, 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 toll. Ah, komm mal hier. Das sind Männer. Das sind Männer und das siehst und hörst du. Wir haben Bock auf Party, dafür sind wir ja auch hier. Und auch, um die Mädels auf andere Gedanken zu bringen. Wer weiß, wofür er bezahlt wird. Ey, war das eine geile Show, sind wir ehrlich. Die brutal 10 geile Show, 10, oder? 10 von 10, 10, oder? Bei Frauen musst du ganz anders reingehen, ja? Wir sind die Gentlemen, wir machen es easy peasy. Das für dich, ohne Alkohol. Oh, danke. Käse. Oh mein Gott, wie cute. Nach der ganzen Problematik, nach dem Lagerfeuer, wollen wir sie ein bisschen aufmuntern. Hat auf jeden Fall gut geklappt. Das finde ich toll, ne? Das finde ich sehr, sehr toll. Was hier losgeht, die kriegen Käse, die kriegen alkoholfreie Getränke, Rosen, Wahnsinn, die legen sich echt ins Zeug. Aber was darf nicht fehlen? Natürlich die Champagner-Dusche. Boah, hey. Hey. Ich hab alles abbekommen, ey. Die Jungs haben aber wirklich sich richtig gut ins Zeug gelegt. Ich wollte das genießen und Nico hat mir das einfach komplett versaut, der Arsch. Ja. Im Endeffekt bist du für deine Gefühle selbst verantwortlich. Mhm. Naja, es ist auch hart gesagt, ne? Manchmal ist es so, manchmal nicht. Ich fühle mich von ihm absolut im Stich gelassen, alleine gelassen, hintergangen, belogen. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich sehr enttäuscht von ihm. Jetzt habe ich meinen Ring abgelegt, weil die Ehe gerade einfach nicht mehr fühlt. Boah. Da kriege ich ein bisschen Gänsehaut, weil das ist schon hart. Let's go, du wunderschöne Frau. Sieh mich an. Du bist Gloria, hör mich mal an, du bist die Coolste. Komm, setz dich mal rein. Oh mein Gott, wie cute! Malone, eine 10 von 10, süßer geht es nicht. Wie kann man so einen süßen Spruch denn noch auf den Lippen haben? Ich finde das geht mir direkt ins Herz, ne? Ich wünschte mir eine von den Mädels, da wird sich den mal klar machen. Oh mein Gott, den schlagen sich bestimmt alle. Hau rein jetzt, komm. Wir wussten das schon mit dem Freund von Gloria, was der halt voll auf die Kacke haut. Ich weiß nicht warum, wir haben es einfach als Intuition im Gefühl. Ah. Die haben eine gute Intuition, die Boys. Ich hab's ja gewusst. Ich habe der Herrfahrt gesagt, hey, ich fühle mich so leer. Ich wusste das. Ich habe ihm gesagt, hey, du kannst Show machen, du kannst eskalieren in Maßen. Und dann frage ich mich, hey, wo ist da der Respekt für das, was ich für dich tue? Und du fühlst dich da auf wie der Pascha. So was macht man nicht als Mann, wenn man nicht vergeben, sondern verheiratet ist. Aha, aber wenn du, wenn du hier nur vergeben bist, ne, das ist kein Problem. Kein Problem. Hallo. Im Endeffekt ist es, ja guck mal, findet ihr das jetzt ernsthaft so? Also im Endeffekt ist doch eine Hochzeit nur auf dem Papier. Ich weiß, jetzt kriege ich hier bestimmt den einen oder anderen kritischen Kommentar. Aber ich denke, ich persönlich denke, es ändert an der Liebe nichts. Es macht sie nicht stärker oder sonst was. Es ist natürlich ein schönes Gefühl, verheiratet zu sein. Vielleicht. Aber ich weiß es nicht. Also das klingt ja irgendwie so, als würde dein Leben dann komplett vorbei sein. Dann darfst du nicht mal gucken, darfst du mehr. So. Und bei mir darfst du auch nicht gucken, wenn wir nur zusammen sind. Versteht ihr den Punkt? Das ist auf jeden Fall keine Memme. Hast du den Ring noch rum? Gerade nicht. Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob er mit der Antwort gerechnet hat. Ein kleiner Schock ist in seinen Augen zu sehen. Ich kann es gerade einfach nicht. Ich fühl den Ring nicht.
Also das heißt auf jeden Fall was. Das ist ein klares Statement natürlich auch, definitiv. Den finde ich halt auch, ne? Finde ich halt auch. Leute, ich gehe ins Bett. Seid mir nicht böse, okay? War echt anstrengend. Oh Gott. Guck mal, die waren total. Und dann schmeißt da jetzt noch jemand Rosen und sie lächelt noch süß. Ich muss es jetzt erstmal sacken lassen. Das ist wirklich sehr schwer. Und vielleicht geht es mir auch morgen, dass ich sage, okay, hey, ich bin eine loyale Ehefrau. Ich stehe zu meinem Mann, auch wenn er sich wirklich wie der letzte Arsch benommen hat. Aber das hat auch nichts zu tun mit einer loyalen Ehefrau. Du kannst eine loyale Ehefrau sein, aber trotzdem dir nicht alles gefallen lassen. Vielleicht solltet ihr da wirklich, und das meine ich jetzt ernst und ohne Ironie, nochmal über eure Grenzen sprechen. Über was ist okay, was nicht. Ne? Irgendwie kommt mir das ein bisschen vor, als wäre ein kleines Kommunikationsproblem. Aber ich habe keine Worte, wie sehr er mich verletzt hat durch sein niederträchtiges, ekelhaftes, niveauloses, ekliges, widerliches Verhalten. Ich glaube, eklig ist ihr Lieblingswort. Ekel mich so von dir. Oh Mann, ey. Gut, dass die Kameras da sind und gut, dass sie es laut ausgesprochen hat, sonst wären wir hier aufgeschmissen. Ich habe jetzt schon wieder Angst vor dem nächsten Lagerfeuer, was mich erwartet. Also aktuell glaube ich, wir gehen nicht zusammen aus der Sache raus, wenn das so weitergeht. Was denkt ihr? Könnte sein, ne? Wir gucken jetzt aber mal zu den Männern. Geht's denen gut, geht's denen schlecht? Was ist da los? Hey, willst du auch mal gehen? Guck mal hier, da soll Credo endlich mal hier der einen an den Arsch grapschen, weil der wackelt so schön. Sie kann ihre Arschbacken so drrr wackeln, ne? Also. Ey, ich will keinen Ständer kriegen. Ständer! Ja! Aber es ist stabil, ist stabil. Es ist stabil. Ich guck vielleicht noch 5 Sekunden länger hin und dann ist der Ständer auch. Stabil. Ey, die Mädels sehen alle mega schick aus. Boah, das sieht natürlich süß aus. Das sieht süß aus. Ja, das sieht echt niedlich aus. Was sieht denn jetzt schon wieder süß und niedlich aus? Das Outfit oder wie sie tanzt oder was genau? Ich bin die Jenny, bin 26 Jahre alt. Ich bin die ultimative Verführerin, weil ich die perfekte Mischung aus süß und sexy bin. Aha, das ist wohl anscheinend die perfekte Mischung. Süß und sexy. Na, ganz ehrlich, also ich glaube, da kommt es bei jedem Mann gut an, ne? Im Endeffekt. Warum denn nicht? Das ist richtig. Jenny ist eine Hübsche, auf jeden Fall. Ist cool. Aber Jasmin ist auch hübsch. Ich finde alle hübsch. Dankeschön. Naja, der Credo findet sie alle hübsch, ne? Für mich ist, glaube ich, einfach das Komischste an Credo, mir vorzustellen, dass der halt so eine Frau wie Ellie abbekommen hat. Da hört es halt bei mir auf. Aber auch schön. Mittlerweile merke ich so, okay, ich werde ein bisschen lockerer, meine Gedanken schwinden gerade so ein bisschen her. Nico einfach komplett in seinem Film, ich lieb's. Hin, her, wie auch immer. Ich bin extra ein Sonnenschein für ihn heute, damit es ihm gut geht. Warum jetzt genau? Wegen dem Gold? Oder was? Wunderschön, wunderschön. Hier drin ist Laura die beste Person für mich. Dear in Temptation. Okay, okay, hat er ja schon erwähnt. Ich bin mit Laura wirklich so rein auf Freundschaft, aber tatsächlich ist auch sie die größte Temptation. So ehrlich? Okay. Na, Süßer. Warte mal, was ist denn hier los? Na. Kommst du ins Bett? Nee. Wenn Credo dabei ist, von mir aus, aber so nicht. Oh, ja, ey. Wisst ihr, was das Komische ist? Ich glaube, es ist nicht mal sein Zimmer. Ich glaube, das ist Credos Zimmer und er steht da jetzt und glotzt, während die da liegt. Und sagt halt kein Wort. Bisschen creepy ist es schon. Ja, so Mark Robin ist schon wirklich sehr verkopft hier. Aber ich habe das Gefühl, dass ich so langsam ein bisschen gelockert bekomme. Bleib da mal dran. Der ist wirklich, glaube ich, noch am schwersten zu knacken von allen. Geil, Alter. Nico kann alles, ey. Beatboxen auch. Meine Güte, was kann der nicht? Wir haben die After Hour auf jeden Fall eröffnet. Ne? Die Party war gar nicht vorbei. Die war noch, die wird auch nicht vorbei sein, so im Endeffekt. Okay. Jetzt geht's los, Leute. Könnt ihr euch ja sicher vorstellen, ne, warum die Badehose da klebt. Die Alte twerkt ohne Ende, ne, mit einem String im Arsch, Ritze. Schöne Bilder, auf jeden Fall. Würde ich euch gern zeigen. Guck mal, Nico guckt und dann guckt er weg. So muss das. Ich habe ein echt ordentlich Party gemacht. Ich meine, mehr als das. War echt, echt heftig. Aber geil einfach. Einfach geil. Wenn es dir gefällt, das ist ja die Hauptsache, sage ich immer. Okay. Alter, dieses Bild kann nicht. Nein! Nein! Dieses Bild. Nein! Alter, jetzt geht's hier aber ab. Endlich dein Leben, Schatz!
sitze ja mal grobbeln, den habe ich ja komplett übersehen. Warum sitzt du da? Warum? Hä? Ich fange schon mal mit 4 Ärschen an. Auf meinem Bett. Ungewollt. Guck, das ist sein Bett. Komische Nummer. Also, dass mein Grobbeln da eben in der Tür stand und so komisch geglotzt hat. Ich sag einfach gar nichts. Wow. Der war wirklich schnell auf. Alter. Der hat jetzt ernsthaft der noch den BH aufgemacht, ne, Credo? Das ist ein Perversling. Was willst du mehr? Ey, ohne Spaß, Mann. Das ist mir zu krass. Ohne Spaß. Ohne Spaß, Mann. Mir auch. Credo, dir viel Spaß, Mann. Nein. Oh, wäre ich schon längst weg. Schon längst wäre ich da weg. Gute Nacht. Nein. Guck mal, selbst die Verführerin macht die Biege, weil sie denkt, nee, dafür würde ich auch nicht bezahlt, Alter. Dafür ist die Gage zu niedrig. Ich hab hingeguckt, aber wenn das meine Freundin sieht, weiß sie, ah, der Credo wieder, der gönnt sich und guckt da einfach nur hin. Naja, guck da einfach nur hin. Du hast schon ein bisschen aufgeklatscht. Naja, das weiß ich jetzt gar nicht, aber der hat den BH aufgemacht und so. Das ist schon anfassen, oder? Das ist auf jeden Fall zu viel. Also, wäre ich Single, werden die schon alle durch. Guck mal, der hat die Hand auf ihrem Rücken, da ist Körperkontakt und dann noch so ein geiler Spruch auf seinen Lippen. Ich denke, Ellie wird es sehr gut gefallen. So, Arsch bleibt Arsch, Credo bleibt Credo. Das ist so ein ekelhafter Spruch wie Loch bleibt Loch. Da frage ich mich, warum lässt denn dann nicht einfach mal die Ellie mit ihrem Umschneidedildo ran, ganz ehrlich. Ist so. Sie ist aber auch hier der nächste Morgen, ne? Wie geht's den Mädels? Also Gloria kommt mir sehr traurig und sehr verletzt vor. Hätte ich solche Bilder gesehen in dem Ausmaß, ja, wäre ich, glaube ich, auch richtig, richtig, richtig traurig. Okay. Scheiße. Aber eine geile Sonnenbrille hat sie. Eine Sonnenbrille mit Accessoires. Das sind Accessoires am Accessoire. Ich glaube, ich sag Accessoire falsch, ne? Accessoire. Damit ihr euch alle beruhigt. Eklig. Eklig. Okay, die scheint wohl irgendwas eklig zu finden. Ich habe keine Ahnung, was. Eklig. Eklig. Meine Güte. Klar, weil es für über die redet, Nico, und ich mag das nicht. Ja, ich habe viel geschluckt gestern und heute Morgen und auch geschluchzt. Und seine eklige Hand. Ich krieg dieses Bild nicht mehr raus. Was machst du deine ekligen Wurstfinger dahin? Ich hack sie dir ab, wenn wir in Deutschland sind, ich schwör's dir. Boah, wenn Leute sowas sagen, ne? Ich finde immer so... Das ist einfach zu viel. So doof, ne? Das ist so assi. Und daneben so eine süße Ellie, ne? Das ist so doof. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich da besonders wohlfühlt, wenn da solche Worte fallen. Also so redet sie ja wirklich über ihren Ehemann. Es ist die Wut und so, klar. Auf jeden Fall. Aber es ist schon sehr komisch mit anzusehen, so als außenstehende Person. Es tut mir einfach leid. Ah, ich habe richtig gesehen, wie Nico sich so geil fühlt. Wie wenn er der Tollste und Beste wäre. Bei Nico geht es ja wirklich nur Arsch, Titten, nackt, eincremen. Also es ist ja nur diese sexistische Schiene. Diese sexistische Schiene, ich weiß nicht, ob das so heißt. Meint die vielleicht diese sexuelle Schiene? Das vielleicht ja, ne? Aber sorry, das, was ich gesehen habe, da hat niemand von denen gesagt, also Nicola, mach jetzt mal deine eklige Hand an ihre eklige Brust. Hat niemand gesagt, er soll das machen. Das hat er alles freiwillig gemacht. Ja, das stimmt. Aber überall eklig vorzusetzen, macht's irgendwie... Man kann irgendwie gar kein Mitleid für sie fühlen, wenn man so denkt, halt's Maul. Ja, also mir macht es sehr Angst, dass Nico sozusagen naive Züge hat und auch einfach sich mitreißen lässt. Aber sie kennt ihn ja, so ist er halt, so ist er einfach. Ich finde, Naivität kriegst du aus den Menschen nicht raus, es sei denn, die machen wirklich ganz miese Erfahrungen im Leben. So, also den kannst du nicht irgendwie sagen, so und so. Die müssen das alles selbst spüren an Körper und Leib. Und da kannst du ja nichts für, wenn du naiv bist. Also, dann nimm dir keinen Mann, der naiv ist. Weißt du, wie ich meine? So hübsch wie er ist, so dumm ist er. Was? Wen ihr mich verarschen? Das ist irre. Ich kann's nicht glauben. Ich schwör's dir. Ist so. Ich schwör dir, wenn irgendeine von denen... bei Nico im Bett liegt, dann mach ich ihm die Hölle heiß. Ich mach ihm so die Hölle heiß. Der weiß nicht mehr, ob er Mann oder Frau ist. Ich mach den so fertig. Mann! Nein, ich kann das nicht für gut heißen. Mm-mm. Ich hasse ihn so sehr. Wirklich, ich krieg so richtige Hassgefühle. Ich verstehe das auch. Ich kann das nachvollziehen. Ich kenne diese Gefühle, hatte ich auch mal in einer Beziehung. Das ist schon lange her, aber... Das ist überhaupt nicht gesund. Nicht für dich und nicht für deinen Partner.
Und ich hoffe, dass die auch diese Bilder, wie die getanzt haben, dass die die Nico zeigen, dass er einen richtigen Kopfhick kriegt, diese kleine Wichse. Hoffe ich auch. Das hoffe ich nicht, aber ich bin generell mal gespannt, wie er so reagiert, wenn Gloria mal was anstellt. Wisst ihr, wie ich meine? Also im Endeffekt ist er vielleicht genauso schlimm wie sie. Who knows? Und mit den Rosen. Und ich hoffe, dass die auch zeigen, dass ich die Rosen neben dem Bett habe. Ich hoffe wirklich, dass sie dem schon richtig ins Knie ficken. Weil das hat er echt für richtig verdient. Ich will ihn richtig verletzen jetzt. Ui. Nee. Ich glaube, ich finde es auch wirklich so schlimm, weil wir auch Nico ein bisschen parallel kennenlernen. Und er ist ein guter. Er ist ein guter, ja, er kennt vielleicht keine Grenzen und so, aber der hat noch mit keiner rumgeleckt. Er hat gesagt, als Abdu mit Kim Virginia da im Zimmer von Abdu war, das würde ihm niemals passieren, so weit würde er niemals gehen. Und ich finde, er hat das absolut nicht verdient. Also es hat keiner verdient, dass man so über einen spricht. Doch, vielleicht der eine oder andere. Aber nee, das ist mir eine Nummer zu krass. Heute Nacht ein Lagerfeuer, wie geht's so? Ich denke an sie. Das ist unfassbar. Okay, er macht sich also auch noch mal krass Gedanken die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ist das einfach loyal oder nicht loyal, was sie gesagt hat? Ja, ich stimme zu damit, was sie gesagt hat, dass sie mir viel geholfen hat, als ich hier gekommen bin, diese anderthalb Jahre. Und, aber das, was sie gesagt hat, so, das, was sie immer sagt, ich bin höher als du, ich bin so, ich bin Königin. So, das finde ich respektlos. Ja, das ist auch respektlos, aber irgendwo fällt es ihm auch erst jetzt auf, ne? Das hätte der mal vorher einfallen können. Obwohl, vielleicht hat das jetzt erst gemerkt, weil andere Leute ihn so quasi darauf aufmerksam gemacht. Lola ja auch. Seid ihr auf einer Wellenlänge, seid ihr auf einer Höhe? Und er so, ja, respektiert euch gleichmäßig, ja. Vielleicht hat sie jetzt erst so Klick gemacht. Ja. Deswegen. Aber wenn die das zu dir sagt, wie findest du das denn dann? Also wie fühlst du dich denn dann? Ich fühle mich scheiße immer. Ich fühle mich echt immer. So. Weißt du, was ein Gefühl das ist, wenn die nonstop jemand sagt, du bist so klein, du bist so klein, ja. So klein. Also ich will mal sagen, wer fühlt sich da gut? Was fragt die so eine dumme Frage, Alter? Wie fühlst du dich da? Ja, ich fühle mich toll. Das juckt mich wirklich gar nicht, als ob. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie klein du bist. Alter, das geht. Welches an ihrer Stelle hätte ich niemals negativ darüber geredet, weil ich sagen würde, erstens, das ist mein Mann und zweitens, ich mache es aus Liebe. Die soll aber erst in so eine Situation kommen, bevor sie jetzt hier urteilen kann. Also klar, will die den jetzt ein bisschen einschleimen und du hast recht und bla, weil die wollen ja auch die Boys noch knacken, aber nee. Ich bin der Meinung, du redest nicht negativ über deinen Mann und sagst, hey, du bist ein Loser, du stehst unter mir, steh über dir, diese Levels, die hat man nicht. Ja, aber da hat sie recht, diese Levels hat man nicht. Aber da denke ich mir halt so, als ob die immer Beziehungen mit Männern führt auf Augenhöhe. So, dass der Mann über dir steht, das ist eigentlich sowieso grundsätzlich normal, ne? Aber dass meine Frau über einem steht, hallo? Notbremse wird gezogen. Du bist nicht da unten, safe, nein. Das, was du hier schon die letzten 3 Tage gezeigt hast, ey, du bist so ein toller Mann, du bist so geil, du bist so cool drauf, wirklich. Und ich verstehe das nicht, ne. Ich würde sie gerne mal fragen, würdest du das mitmachen? Wäre das für dich überhaupt kein Problem, was der hier abzieht, wenn du nicht dabei bist? Das würde mich interessieren. Und wenn die Antwort ist, nein, es stört mich nicht, dann würde ich sagen, passt ihr aber super zusammen. Ganz ehrlich. Hey, let's go for it. Lass heiraten. Das, was sie gesagt hat, dass sie höher Level als ich ist oder dass sie, keine Ahnung, eine Prinzessin ist, dass sie so geil ist, das finde ich einfach respektlos. Und ich finde einfach das nicht cool. Es ist nicht cool, du musst es nicht cool finden. Auf gar keinen Fall. Glaub es nicht, was sie sagt, safe. Nein. Du bist toll. Ach Mann, er weint. Und das finde ich so schlimm, weil man merkt einfach, dass es ihn wirklich verletzt. Und das ist, ich finde, das ist das schlimmste Gefühl, was du einem Menschen geben kannst, dass er einfach nicht wert ist. Der ist es nicht wert. Der ist nicht gut genug. Ich fand die Reaktion oder das, was die Frau gesagt hat, sehr, sehr, sehr heftig. Aber du hast es doch gar nicht gehört. Aber gut. Das waren nur Erzählungen. Weißt du, das tut ein bisschen weh, wenn jemand noch sowas sagt. Ach man, natürlich. Das tut weh, das ist ganz klar. Lass raus, Nico. Keiner hat's verdient, du auch nicht. Ach, komm mal her. Wein nicht, mein Schatz. Das war gerade so, als würde ich meine Mutter beim Wein zugucken. Das auf jeden Fall nicht anders. Hast du nicht nötig, ehrlich nicht. Du bist so ein guter Mann. Du bist so herzlich, so höflich. Süß von der. Richtig tolle Worte noch gefunden. Super, die macht ihren Job. 1A mit Stern.
Die Stimmung ist auf jeden Fall anders. Sie ist sehr intensiver geworden. Man macht sich mehr Gedanken, gerade nachdem er auch seine Freundin gesehen hat. Ich bin noch ein bisschen in mir selber am Grübeln. Warte mal kurz, hier Abdu, ne, hat nur gesehen, dass seine Alte gesagt hat, es gibt einen Typ in der Villa, der triggert ein bisschen, weil der aussieht wie mein Alter. Er hat sein Geschlechtsteil an diversen Ärschen gerieben. Er hat Ärsche nackte Ärsche angefasst, geknetet. Ach du, ihr wisst, bei ihm und Jessie, das ist eine ganz faire Nummer. Ganz fair, was hier passiert. Ich bin auch froh, wenn er seinen Spaß hat. Bedrückt dich so, was du gesehen hast? Oder ist es jetzt eigentlich so wirklich so? Mich bedrückt alles, Alter. Mich bedrückt einfach komplett alles, Alter. Mich bedrückt, dass ich meine Freundin nicht sehen kann. Mich bedrückt, dass ich sowas gehört habe. Wir haben sowas noch nie in meinem Leben gehabt, Alter. Und manchmal ist es einfach wirklich too much, so weißt du, was ich meine. Es ist für alle too much und keiner hatte das bis jetzt in seinem Leben. Das wäre auch komisch, wenn doch. Das mit dem Abdu 2.0, dass die Jessie sagt, dass es sie triggert, das hat mir so ein bisschen Schaffen gemacht. Ich finde, jeder Mensch ist einzigartig. Man kann versuchen, oberflächlich so ein bisschen zu vergleichen. Aber man sollte da nicht sagen, dass es sie da triggert, weil es schon meiner Meinung nach in so ein bisschen die falsche Richtung geht, glaube ich mal. Kein Plan. Ich verstehe, was er meint, aber sorry, es geht ja wirklich nur ums Oberflächliche. Und wie gesagt, wie er rumläuft, das ist 0815, so läuft jeder Teenie rum momentan, oder nicht? Ich überlege mir auch, ob ich das wirklich hier durchziehen kann. So, ich bin mit dem Gedanken am Kämpfen, hier zu gehen, weißt du. Das hat er jetzt aber auch schon ein paar Mal gesagt. Irgendwie nervt es mich langsam. Ja, Abdu ist schwierig. Er ist eher so der Mensch so von uns, das wirklich so am meisten im Kopf drin ist. Der hat wirklich auch so grundsätzlich so seine Phase, wo er einfach sagt so, ey, ich weiß nicht, was hier abgeht und er vermisst sie und er weiß nicht, ob es das Richtige hier ist, so. Ja, kann ja gehen, ne? Da ist die Tür. Das ist für mich immer viel zu viel, Alter. Viel, viel zu viel. Ja, frag doch mal deine Freundin, wie es der geht mit dem, was sie von dir sieht. Ob das auch vielleicht viel zu viel ist, viel zu viel zu viel. Ich verstehe dich voll, so. Aber im Endeffekt, du kannst die Situation jetzt erstmal nicht ändern, so, weißt du? Ändern kann ich schon was. Ja, du kannst heimgehen, du kannst abbrechen, aber ich meine, ändern hier zu sein kannst du jetzt erstmal nicht. Ach man, das erinnert mich an so Leute, die sagen, ah man, ich will eigentlich, weiß ich auch nicht, ich will heute eigentlich gar nicht mit zur Party kommen. Und dann musst du immer sagen, doch, komm, das wird voll cool, komm bitte, komm, komm, komm. Irgendwann muss man halt auch einfach mal sagen, ja, dann bleib halt zu Hause. Wie in Abdus Feier, dann geh halt. Aber ganz ehrlich, hör auf, mir immer die Ohren von zu heulen. Ich habe so eine neue Seite an mir kennengelernt, die ich so selber so wirklich gar nicht kannte. Oh, jetzt tut er mir ein bisschen leid. Weint er da? Dann nehme ich natürlich alles zurück, was ich gesagt habe. Ich möchte niemand weinen bringen. Aber was er sagt, das bedeutet für mich doch einfach, guck mal, wenn du so emotional wirst, warum denn? Reflektier doch mal, warum. Hast du vielleicht ein schlechtes Gewissen? Gehst du vielleicht selbst die ganze Zeit zu weit? Nein, es ist, weil ein anderer Mann in der Villa sie triggert. Nee. Krass. Also ich wusste schon früher, dass ich ein sehr sensibler Mensch bin. Aber dass ich so krass emotional werden kann. Also das hat alles getoppt. Und guck mal an die Mädelsvilla. Ich hoffe, hier ist jetzt endlich mal gute Laune. Poolparty! Geil, Poolparty. Sind wir dabei. Das ist prima. Viva Colonia. Body, body, body. Temptation. Och man, dann die einmal fahren, was kommt, Temptation? Es reicht mir langsam. Wo der Temptation Sound aufkam, war ich sehr erschrocken, weil ich gesehen habe, wie die Mädels sich sehr unwohl von einem auf den anderen Moment gefühlt haben. Kurierfahrer aus Kassel, ne? Ich wünsche mir einfach für den, dass seine Karriere jetzt so. Ich sehe den total im Reality-TV. Das ist ein Mann mit einer guten Seele und einem guten Herzen. Den würde ich gerne öfter mal sehen. Den sehe ich auch bei Love Island und so. Was richtig schlimm ist, wenn wir jetzt sehen. Wir werden jetzt nichts Schönes sehen. Kein Date, wir werden jetzt nichts Schönes sehen. Vielleicht sehen wir jetzt ein paar Videos von einer anderen Villa. Ich glaube Date. Nein, kein Date, Schlüsselloch. Was ist Schlüsselloch? Das sind Keywords, die wir nicht kennen. Klärt uns auf. Oh, oh. Ich habe echt Angst. Was geht ab? Servus! Na? Habt ihr mich vermisst? Ihr habt mich vermisst, ne? Sag! Ja, ich hab dich schon ein bisschen vermisst, aber eigentlich auch nicht, weil ich habe gestern noch Couple Challenge geguckt. Da warst du dabei, von daher alles super. Aber macht heute fette Poolparty oder was, Alter? Jawollo!
saufen, das ist genau mein Gusto. Was geht ab, Ladies? Alles klar? Und wie findet ihr Temptation Island? Also ihr braucht keine Angst haben oder so, es wird euch gar nichts gezeigt, wir können einfach nur feiern heute. Super, super, dann bringt da noch eine gute Nachricht mit, also ein toller Typ. Ich bin hier, weil ich heute einfach mal ein bisschen auch die Situation auflockern will hier, ne? Ja, komm, gehen wir raus, erstmal Anstoß. Hey, was ist los? Auf jeden Fall besser als ein Video. Hast du Bock heute, Poolparty? Wir müssen richtig abgehen. Ja, wenn du jetzt da bist, auf jeden Fall. Ja, normal, Muster wollte ich hier. Ultra geil. Aha. Die beiden, die scheinen sich gut zu verstehen. Mach Mund auf. Ah. Also Party machen mit Calvin ist auf jeden Fall feuchtfröhlich. Yalla, ab an die Bar hier! Ohne Scheiß, yalla, jetzt haben wir mal yalla, yalla. Jungs, wir müssen Attacke machen. Ja, das fehlt mir. Das fehlt mir, Bruder. Guck mal, Elisa, Bruder. Elisa, die hat irgendwas. Ich weiß es, die hat einen Umschnalldildo im Schrank und das reizt dich ohne Ende, ohne Ende. Seit Nächten kann sie nicht mehr richtig schlafen, weil du immer daran denken musst. Und das ist völlig okay. Lass doch einfach mal zu. Ich hab grad bösen Fokus auf Ellie. Bruder. Oh my God. Look at her butt. Ja, endlich kommt Ellie mal ein bisschen aus sich raus. Vielleicht auch für Calvin, ne? Who knows? Oder Ellie fickt Jungs mit Dildos. Umschnalldildos. Oder ist eine richtige Sau, Alter. Ja, dann lass sie mal die Sau rausholen, Digga. Da habe ich noch mehr Interesse. Da will ich noch mehr hinterherhaken. Was soll ich machen? Glaub mir, Digga. Läuft weiter. Wir müssen den Mut weiterhalten. Würdet ihr Calvin geben? Frag ich jetzt einfach mal ganz frech in die Runde. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir haben unser Maskottchen. Mach weiter, immer. Wir haben unser Maskottchen, aber wir kommen doch jetzt. Dann ist es cool. Ich glaube, der denkt direkt Calvin und der sind so Big Bros, ne? Klar, klar. Frag mich halt, was Calvin dazu sagt, aber klar. Du könntest auch nochmal knacken. Klar, ich denke mal, ein, zwei Tipps kann ich hier schon verteilen, so, ne? Wenn ich meine, ich kenne mich auch gut aus mit Frauen, so, weißt du? Ja, klar. Das weiß doch jeder. Die sind knackbar, Alter. Habe ich auch gesagt. Glory, knackbar. Ich glaube, Glory ist wirklich nur knackbar, wenn Nico da noch mehr Scheiße baut. Dann ja. Ich merke so, ey, die guckt mal ab und zu oder so, ne? Einfach voll drauf, gar keine Angst haben so. Das ist Marvin. Wie heißt er? Was denn? Mein Mann. Was denn, was riskieren? Nicht zu touchy. Ach so, okay, sorry, nein, nein. Na, ein bisschen Respekt könnte man da schon haben. Kleines bisschen, aber ich verstehe ihn schon. Und der macht das auch charmant. Oder? Also bei einem Calvin könnte man es vielleicht noch akzeptieren. Ich lasse mich jetzt einfach mal so ein bisschen treiben. Ich weiß aber nach wie vor, zu wem ich gehöre, nämlich zu Nico. Stimmt, ihr habt ja einen Freund, ne? Ja. Ey, ich habe sogar bei mir vergessen immer, dass ich eine Freundin habe. Also ich habe gestern 6 Bilder gekriegt, wie er nur seinen Arsch in die Kamera gehoben hat. Immer. Macht euch keinen Kopf, glaubt mir. Vertraut mir einfach mal. Macht euch keinen Kopf. Ich kann gar nicht sagen, warum, aber ich kriege einfach Panik. Sag der Schlimmste. Ja, der Allerschlimmste von allen. Das stimmt, ne? Stimmt halt. Glaubt mir, macht euch keinen Kopf. Das ist immer alles schlimmer, wie es ist. Es sieht immer schlimmer aus, wie es ist, damit die beruhigt sind. Damit die entspannt sind und keinen Kopfweg haben. Das müsst ihr denen ins Gehirn reinbaggern. Und dann müsst ihr die anmachen und dann... Boom. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die sind doch dann total unberuhigt und haben Hardcore-Kopfweg. Sinn? Macht euch nicht kaputt daran, glaubt mir. Hast du einfach mein Getränk geklaut gerade? Einfach gecrappt hat er. Grazie. Sorry. Alles gut, ich teile gern mit dir. Ja. Vielleicht. Sorry, aber da läuft doch was. Ich spüre die Funken ohne Ende, ohne Ende. Meinst du? Weil ich soll hier bleiben. Ja, wenn dann hier bleiben, nicht zu den Jungs drüber. Ich glaube, wir brauchen dich hier mehr. Wir brauchen dich hier dringender. Hä, geht der noch zu den Jungs? Ich hoffe nicht. Warum denn das? Das macht doch gar keinen Sinn. Oder ist der da auch eine Temptation? Für den einen oder anderen? Man weiß es nicht. Ja? Ja, wir müssen sehr solo. Gerne. Die Jungs machen schon gut Party, oder? Ja, die Frauen brauchen nicht noch Motivation. Ich bin eine treue Ehefrau, aber ich werde trotzdem meinen Spaß haben und jetzt die Zeit genießen, weil er kann sie ja auch genießen, also darf ich das auch. Ich finde, halt, sie hat absolut recht. Also es ist eine fiese Mantete, ne? So wie du mir, so ich dir, sollte man nicht leben nach dem Motto, aber... Ein bisschen verständlich ist es schon und was sie da tut, ist ja alles noch, finde ich... Komplett im Rahmen. Auf die Kosten der Villa. Auf Temptation. Auf Temptation. Lass mal ficken. Entschuldigung? Calvin, das ist mir viel zu wild hier. Muss ich das zensieren? Ey, das wird mein neuer Lieblingseinspieler. Also ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf das Partner-Yoga. Ach du Scheiße, denn hier geht's jetzt auch mal los. Yoga, Partner-Yoga. Ich bin froh, dass die Laura gewählt wurde. So, ich bin ganz cool mit dir. Das freut mich richtig. Bin ganz cool mit mir. Aber ich finde auch, sie ist die geilste im Haus. Oh je. Yeah. Also was könnte passieren bei Yoga? Ja, mein Körper wird locker, ich entspanne mich. Und vielleicht kriege ich ja noch mehr Stellungen raus, die ich noch gar nicht kannte. Credo 30 trägt seine Einstellung zum Leben auf dem T-Shirt. Die werden wir zusammen kennenlernen, wir werden die ausprobieren. Ihr wisst, was ich meine mit Stellungen. Ich sag nur Karma.
Sutra. Was ist das? Ich dachte erst, der will auf Karma raus, aber gut. Nicht der Credo. Ich hoffe natürlich, dass man die ein oder andere Übung zu zweit durchführen kann, sodass ein bisschen Vertrauen geschaffen wird zwischen uns beiden und wir danach noch ein bisschen besser uns kennengelernt haben und noch ein engeres Verhältnis bekommen. Ja, das wäre schön. Auch wenn es nur für 2 Wochen ist, aber die Mühe mache ich mir doch gern. Ich bin sehr gespannt. Du? Ja, ich auch. Ich kann einfach nicht warten. Ich habe gesagt, ich liebe sowas. Ich meine, ich habe nie sowas gemacht, aber ich kann jetzt lernen auf jeden Fall. Ich liebe sowas. Hab's zwar noch nie gemacht, aber ich lieb's. Sandra, Sarah and Laura. I want you to please. Wieso nur die Namen? Nico so, wuh! Tolle Frau! Ich liebe alle Menschen, weißt du, was ich meine? Ja. Can we stand behind the fabric? Also ich freue mich auch sehr auf die Stunde und ich glaube, dass der Mark Robin mehr von mir lernen wird als ich von ihm. Safe nicht. Doch. Das sagst du einem Mann wie Mark Robin nicht, der lernt hier nichts von der Frau, hallo? Hallo? Ja. Aber also safe ganz, nicht. Ganz sicher. 100% nicht. Zeig dir mal, wie beweglich ich bin. Ja, Laura ist tatsächlich ein ganz normales Mädchen, einfach nur. Wir sind auf einer Wellenlänge so. Und das passt einfach, die Kombination. Ich würde gerne mal wissen, was ein ganz normales Mädchen ist in seinen Augen. Ihr so? Sie hat sehr gute Körper und diese Position, ich muss sagen, war sehr sexy. Ja. Ja, es ist wirklich sexy. Und ihr grabst schon wieder ohne Ende, ne? Ob mir das gefällt, ein bisschen. Was jetzt? Oh mein Gott, was geht ab hier? Warum klatscht ihr? Ja. Oh mein Gott. Ja, das schaut schon gut aus, muss man sagen. Hallo. Ich fand, du hast es gar nicht schlecht gemacht. Diese ersten Übungen waren richtig gut. Dein Arsch, das war ein richtiger Knackarsch. Ich konnte da gar nicht mehr weggucken. Trainiert. Oh, kein Wunder, dass die Ellie da mit dem Umschnalldildo mal ran will. Ich habe das Gefühl, dass Mark Robin auf jeden Fall in meiner Gegenwart mittlerweile ein bisschen auftaut. Ist natürlich auch ein schönes Kompliment für mich, dass ich das schaffe. Weil alle so ein bisschen sagen, der ist nicht zu knacken. Aber ich merke ja, dass er sich mir öffnet und dass ich seine Bezugsperson bin. Ist auf jeden Fall, schmeichelt mir. Oh. Die ist einfach süß. Okay, guys, thank you very much. I hope you enjoyed it. Geschafft! Wir haben das geschafft. Es war einfach ein toller Tag. Also vor allen Dingen Nikos Augen strahlen. Ich glaube, da hat die Yoga-Lehrerin heute alles richtig gemacht. Hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe was gelernt und ich finde heutige Date echt mega nice. Mega, mega. 10/10. Der Tag war mega geil. Ich hab Bock, jetzt in die Villa zu fahren und mit den anderen Ladies und mit den Boys noch zu saufen und Party zu machen. Ich kann... Mehr brauche ich dazu gar nicht zu sagen. Sie spricht mir aus der Seele. Na doch, vielleicht würde ich noch gerne ergänzen, ein bisschen weniger Klamotten dann später, ne? An die Weibers. Danke. Alkohol bitte. Ich bin eine Seelenverwandte. Und ab. Komm. Ein Lapdance von Kelvin. Kannst du da Nein sagen? Glory! 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 Oder wie war das? Stripper! Stripper! Nee, das finde ich absolut mal angebracht, wenn der Kelvin hier mal einen Strip macht. Also auch wirklich einen echten, ne? Wasch echt! Ich weiß nichts! Doch, komm! Ja, okay, komm, ich lass. Ja, okay! Ich kann okay. Nein! Wer kann es denn sagen, dass man Kelvin einen Lapdance hat? Oh, ne Scheiße, ich würde das niemals ablehnen. Das kannst du vielleicht sogar noch bei eBay verkaufen später. Punkt Nummer 1, Mädels wollen Party, dann muss Party sein! Yes! Kannst du das überhaupt? Nee, überhaupt nicht. Er improvisiert. Ich kann es nicht. Also ich habe schon tausende Lapdance gesehen, aber gemacht habe ich sie noch nie. Also wenn du oder keiner. Ja, okay, aber... Also aber wenn du oder keiner. Normalerweise mache ich das nicht, aber für sie mache ich es einfach mal. Da ist was. Da ist was zwischen den beiden. Das ist was. Also wir sind ready für einen Lapdance. Entweder fängst du jetzt an oder nie. Die sagt auch immer an, ne? Entweder jetzt oder gar nicht. Entweder du machst es sofort oder verpiss dich auf dein Zimmer. Strippt echt? Ich glaube, der hat sich extra noch mal ein Hemd übergeworfen und das wird jetzt ausgestrippt. Super. Bleibt die leopardene Badehose auch an oder wie kann ich mir das vorstellen? Oh, guckst du weg? Guck dir das mal. Ich will weggucken. Sieht so lustig aus. Warte mal, wieso sitzen eigentlich nur 3 Mädels? Die eine will vielleicht auch mal den Kelvin ein bisschen annaschen. Was soll das? Also wenn Nico Kelvin sieht, dann weiß ich jetzt schon, dass er richtig durchdrehen wird. Moment, Ronaldo, du warst nicht dran und Gloria hat gesagt, wenn, dann nur von Kelvin. Er so, hallo, ich war der Einzige im Stripkurs. Ich darf das, wann immer ich will. Liebe Grüße an Nico. Hier ist die Rache für dich.
aber so ein bisschen lustig, weil es eine harmlose Geschichte ist. Da tanzt ein A-Promi-Tanzer gerade für die. Hallo? Das ist so wie wenn Nico einen Lapdance kriegen würde von Elena Miras. Nach den Bildern, die er mir präsentiert hat, denke ich schon, dass er das so irgendwo ein Stück weit verdient hat. Let's do it! Right. Yeah. Ja, jetzt hat Ellie auch endlich mal wieder Bock, den Booty zu shaken. Das lieben wir. Wie auch immer Kevin das gemacht hat halt, ne? Aber die Stimmung war auf jeden Fall eine andere heute. Also. Ellie ist voll drauf. Ellie ist voll drauf. Die ist voll drauf. Die hat einfach nur eine gute Zeit. Genau wie ihr. Als sie dann mit dem Arsch vor mir war und die anderen Mädels abgeknallt haben, habe ich mitgeknallt. Ja, ich habe Trommel gespielt. Klar habe ich da Trommel gespielt. Ich darf zwar eigentlich... Na komm. Das ist doch auch scheißegal. Im Endeffekt ist es ein Mann und was dürfen die? Ja, alles. Das ist traurig. Ellie, du bist heißer als die Sonne, glaubst du? I know. Zieh dich aus. I know. She said I know. Ich weiß, dass sie mir auf jeden Fall, egal wie sie aussehen, nicht das Wasser reichen können. Ich freue mich, dass der Kevin da ist und ich finde es irgendwie ein bisschen geil, dass wir mal so ein bisschen Pfeffer reinkriegen und einfach mal ein bisschen auch zeigen, dass wir auch cool sind. Der schafft es halt wirklich, ne? Die Weiber besoffen zu kriegen und eine gute Stimmung da anzukurbeln. Super, 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 super. Ich glaube, den laden wir mal ein für eine Party. Wenn wir mal ein Abonnenten-Special machen, dann ist Kelvin mit dabei, oder was denkt ihr? Okay, wegen dir trinken einen kleinen. Jawohl. Okay, ich trinke einen kleinen. Aber einen. Geil hier, Alter. Töchst einen wieder, ey. Beste Leben hier, ey. Komm, noch ein bisschen Party geht. Kelvin hat es halt eine Partybombe, ne? Genießt euer Leben, tanzt, feiert. Ihr seid nur einmal hier in Griechenland mit so einem Ausblick hier. Was willst du mehr? Woher willst du das wissen? Die könnten sich die Villa vielleicht ja nächstes Jahr nochmal mieten. Who knows? Ich hab den Mädels auch versucht, die Angst ein bisschen zu nehmen. Die sollen ein bisschen lockerer sehen, so, weißt du? Na, das ist aber, guck mal, Mädels sind so. Die würden sich jetzt vielleicht jetzt ein bisschen lockerer machen, weil sie auch besoffen sind. Und morgen haben sie dann die nächsten 3 Wochen ein schlechtes Gewissen. Das wäre ein Eigentor, in meinen Augen. Ey, Jungs, lasst euch nicht unterkriegen. Die sind knackbar. Früher oder später ist das machbar. Hundertprozentig. Aber nur, wenn da einer von den Boys irgendeine Scheiße macht, von ihren Boys. Ja, dann sind die knackbar. Vorher nicht, denke ich. Oder denkt ihr, sie sind knackbar, auch wenn da ihre Männer nichts machen würden, als ob. Kevin bringt auf jeden Fall das ein oder andere mit, was wir momentan noch nicht an den Tag legen. Und das ist halt diese typische Rampensau zu sein. Da können ja alle jetzt mal eine Scheibe von abschneiden, ne? Ja, 2 Tage, Digga, länger und dann safe. Hund, sag ich dir, wie das, Digga. Ja, aber da muss der Alkohol auch stimmen, ne? Der Pegel muss da sein, sonst wird das nix. Heute Abend steht ganz, ganz dicke Party an. Wir wollen diesen Schuppen einfach abreißen, zerfetzen. Wir wollen alles in diesem Schuppen machen. Wir wollen ihn zum Beben bringen. Okay, wir sind zurück in der anderen Villa, da geht's wohl auch gut ab. Mädels sind geil drauf, coole Stimmung, sehen alle gut aus auf jeden Fall. Bombe, Bombe, Bombe. Bombe, Bombe, Bombe. Oha, Laura. Was denn? Du siehst, heute siehst du übertrieben krass aus. Echt? Also krasser als ich. Danke. Hä? Die sieht doch aus wie immer. Versteht einer die Männer. Mädels, wollt ihr noch einen Shot? Immer. Ja, selber, wirklich? Ja. Brauchst du nicht fragen, stell mir einfach hin, morgens um 6, ich trinke den weg. Weck mich nachts, ich trinke den weg. Ist kein Problem. Jetzt kommt die Raubkatze raus. Ganz ehrlich, Jenny ist wirklich eine attraktive Frau. Also vom Typ her ist sie voll meins. Hä? Die sieht aber ganz anders aus wie Ellie. Als Ellie? Ihr wisst. Credo mag mich ganz gerne. Ich glaube vom Äußeren und vom Charakter her auch. Mhm, vom Äußeren und vom Charakter her auch. Also wir haben zwar noch kein Wort gewechselt, außer jetzt gerade kurz an der Bar, aber der mag meinen Charakter. Sie hat eine nette Aura. Sie hat auf jeden Fall einen geilen Arsch. Ah, im Interview hat sie eine geile Aura, jetzt mit Kim Virginia hat sie einen geilen Arsch. Kommt halt drauf an, wer ihn fragt. Die ist nice, oder? Ja, ne? Sorry, aber du kannst Kim Virginia nicht fragen. Für sie ist sie die geilste im Haus. Das ist quasi eigentlich schon fast eine Beleidigung, was hier wieder passiert. Da geht gar nichts. Ich guck nur. Ich guck gerne. Aber ich weiß nicht. Jenny gefällt dir jetzt am besten. Optisch, ja. Optisch die nice. Ja, dann nimmst du mit auf ein Date. Ja, was? Es geht mir nicht um Optik. Ja, aber ist auch eine Süße. Ja, aber wo leben wir denn, wenn wir nach Optik gehen? Wo leben wir denn, wenn man bei Temptation Island mitmacht, um da mit einer Frau auf ein Date zu gehen, die nicht nur geil ist? Nein, man möchte eine, die geil ist
unguten Charakter hat. Weil wo leben wir denn, wenn wir das nicht machen würden? Wenn, dann muss es ja eine sein, die vielleicht ja wirklich Potenzial hat, seine nächste Frau zu werden, ne? Wo lebt der? Auf Temptation, auf uns, auf geile Zeit. Herr Kollege. Yeah. Tschüss. Die Jungs sind richtig on fire, tatsächlich. Ich bin mal sehr gespannt, wie der Abend noch laufen wird. Ich muss sagen, bislang ist da jetzt kein Bild, wo ich mir denke, oh, das ist aber neu, das ist aber neu. Das ist es aber heute mit der Folge, Leute. Ja. Das nächste Mal bei Temptation Island. Hallo, schönen Abend zusammen. Was geht ab? Wie geht's euch? Geile Verführerin, geile Männer. Die haben noch mal doppelt so viel Ärsche gezeigt, als sie haben. Das ist die geilste Party meines Lebens. Ich schwöre dir. Gott segne Temptation, ey. Ohne Witz. Nein, lecker, lecker, Kohle kostet verrückt. Ich hab's geflirtet. Das ist bestimmt die Strafe, weil ich geflirtet habe. Respektloseste Person, die ich jemals kenne. Sorry. Habt ihr gesehen, was ich gesehen habe? Ich habe da zwei Küsse gesehen. Zwei. Was willst du mehr? Was denkt ihr? Was denkt ihr über heutige Folge? Was denkt ihr über Calvins Einzug? Bleibt er jetzt eigentlich oder was? Also ich habe ihn ja jetzt gerade in der anderen Villa gesehen. Was soll die Scheiße? Aber gut, wenn er da auch ein bisschen verführt, dann ist ja okay. Nachher brennt er so mit einer Führerin durch. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Ich bedanke mich herzlichst fürs Zusehen, ihr Süßen. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dann. Haut rein. Peace. Oh, ich bin sehr gespannt. Du? Mir schlottern die Knie so, weißt du.